In der Corona-Krise gibt es Funken der Hoffnung und die Aktienmärkte springen nach oben und dürften mit einer Party zunächst mal am heutigen Montag eröffnen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Schauen wir uns mal an, worin diese Funken bestehen, was der Anlass für diese Hoffnung ist. Mit der Frage natürlich, wird das dauerhaft sein, wird das nachhaltig sein, ist da ein Trend gebrochen, ein Aufwärtstrend gebrochen, was die Corona-Infizierten und Corona-Toten betrifft, ja oder nein, das ist die entscheidende Frage. Die nächsten beiden Wochen oder diese Woche und die nächste werden entscheidend sein, denke ich, für die Märkte wie auch für die Wirtschaft. Das sind jetzt die entscheidenden Weichenstellungen, die jetzt passieren. Schauen wir uns zunächst mal an, was hier vor allem in New York der Fall ist. Hier sehen wir die neuen positiv Getesteten in New York, sind 8.327 Stand gestern, also bis zum 5. April. Wir sehen, dass das doch etwas weniger sind als davor, hier dieser rote Balken. Allerdings sehen wir, dass wir schon öfter mal Rückgänge hatten und dann gab es neue Anstiege. Man muss also vorsichtig sein und bleiben, was diese Zahlen betrifft. Dennoch sehen wir, dass es einen gewissen Abwärtstrend gibt, auch was die Hospitalisierungen betrifft, also diejenigen, die ins Krankenhaus müssen. Hier in Deutschland ist es oft so, zum Beispiel in Hamburg, dass ja die allerwenigsten nur im Krankenhaus sind. Viele sind zu Hause, werden dort telefonisch betreut, man screent die ein bisschen, was machst du, wie geht's dir, aber nur wenige müssen ins Krankenhaus. In Hamburg zum Beispiel sind das nur 130, 140 Leute von mehr als 2000 Infizierten. Jedenfalls ist das ein Hoffnungstrend, der sich hier abzeichnet und die Frage eben ist, ob er dauerhaft ist, ob er stabil ist. Auch hier eine Grafik von Stifel, ein Analysehaus, das sagt, ja, wir könnten bald den Peak erreicht haben, was jetzt die Todeszahlen in den USA betrifft, dann könnte das weiter nach unten gehen. Die Frage ist, tritt das so ein? Schauen wir uns mal hier diese Grafik an, dann sehen wir, dass wir ja eine Kurve nach oben haben. Korea ist wahrscheinlich schon über den Hochpunkt hinaus, China auch, auch wenn die Zahlen natürlich nicht sehr valide sind. Singapur, Italien, Spanien, Deutschland stehen noch vor dem Hochpunkt. Frankreich ebenso, dann UK und der USA vor allem, da dürfte die Strecke noch etwas weiter sein. Was besorgniserregend ist, ist das, was Sie hier weiter unten sehen, nämlich Philippinen, Indonesien, Brasilien vor allem. Denken Sie da an die dichte Besiedlung in Favelas und an Bolsonaro, der ja sich strikt weigert, irgendwelche Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Nicht aber die Drogenmafia zum Beispiel in den Favelas. Die verhängen Ausgangssperren, weil sie sagen, wenn hier sozusagen was losgeht mit dieser Epidemie, dann haben wir ein Riesenthema. Die Leute siedeln sehr, sehr dicht. Das kriegen wir gar nicht in den Griff. Es gibt gar nicht die Infrastruktur dafür. Das ist also sozusagen jetzt die Graswurzelbewegung der Kriminellen, die die Maßnahmen ergreift, die der Präsident nicht ergreift. Aber das gilt ja insgesamt für viele Länder. Wenn es in Ländern wie Indien, in afrikanischen Ländern richtig losgeht, bei dichter Besiedlung und gleichzeitig schlechter Krankenhausinfrastruktur, das wäre natürlich eine Katastrophe. Insgesamt sehen wir, dass die USA doch eine steilere Kurve noch haben als Europa, zumindest als der Westeuropa. Man hat nach wie vor weniger getestet. Man ist nach wie vor sozusagen auch aufgrund der föderalen Struktur in den USA nicht wirklich einheitlich. Das haben wir in Deutschland ja auch. Wir haben Nuancen, die sich hier unterscheiden. Bayern ist am strengsten, andere sind da etwas lockerer. Aber in den USA gibt es eben teilweise wirklich doch rigide Ausgangsbeschränkungen, in anderen Staaten, Bundesstaaten eben nicht. Wir sehen, dass hier auch die medizinische Versorgung bisher insgesamt in der Fläche nicht so gut ist. Schauen wir uns mal an, wann das Plateau, das Hochplateau erreicht sein könnte. Möglicherweise haben Italien und Spanien nach dieser Grafik das schon hinter sich. Die USA hatten wir vorhin eine andere Grafik gesehen, vielleicht noch vor sich. Wenn wir uns jetzt mal die Fallzahlen hier, die aktuellen Fallzahlen anschauen, dann sehen wir in Deutschland 100.000 jetzt da nach neuesten Zahlen, davon einige auch in meinem familiären Umfeld. Wir sehen aber nur 1.584 Tote. Das ist im Vergleich etwa zu Frankreich, die nur die weniger Fälle haben mit 92.800, aber 8.000 Tote. Also durchaus auffällig, jedenfalls ganz klar in Front die USA nach wie vor. Das ist jetzt Stand der Dinge in Sachen Corona. Was passiert jetzt mit den Märkten? Wie reagiert die Politik? Trump hat in einer Pressekonferenz mit Mike Pence, diese Coronavirus-Pressekonferenz, wieder mal zu den Amerikanern gesprochen und Hoffnung geschürt.
eben aufgrund und mit Verweis auf diese Zahlen. Deswegen die Aktienmärkte nach oben gegangen. Trump denkt jetzt schon nach, wieder neue Schecks an die Amerikaner zu schicken. Bisher sind die ersten allerdings noch nicht mal angekommen und droht an, die Zölle zu erheben auf Öl, wenn der Ölpreis so niedrig bleibt. Sie wissen ja vielleicht, dass diese OPEC-Plus-Sitzung erstmal verschoben wurde jetzt auf nächste Woche. Deswegen Öl heute Nacht zunächst mal sehr, sehr schwach eröffnet, aber dann mit der Rallye der Märkte wieder nach oben gezogen. Russland ist hier der starke Part in dieser ganzen Geschichte. Ich will Ihnen das mal zeigen. Warum ist Russland stärker? Weil sie doch in Sachen Dollar vor allem erhebliche Reserven, Dollarreserven haben, die kaum abgeschmolzen sind, auch mit dem jetzt fallenden Ölpreis. Während die Saudis zum Beispiel eine in der Regel nicht wirklich arbeitende Bevölkerung durchschleppen und finanzieren müssen, ist das eben in Russland so, dass man hier zumindest einige Reserven hat. Das ist der Unterschied. Wir sehen, dass Japan jetzt Beschränkungen erheben wird. Heute wird wahrscheinlich Abe eben den Ausnahmezustand ausrufen, der dann ab morgen gelten wird. Wir sehen, dass in UK Premierminister Johnson ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das spricht dafür, dass er sein Zustand sich verschlechtert hat. Es gibt die Gerüchte, dass er ein Beatmungsgerät hat angeschlossen werden müssen. Er wird auf jeden Fall jetzt im Krankenhaus bleiben. Das hat das britische Pfund auch bewegt. Und die EU, die verhängt jetzt die Gegenzölle gegen die Stahl- und Aluminiumzölle, die die Amerikaner ja vor einigen Wochen, Monaten erlassen hatten. Man wird jetzt Feuerzeuge, Möbelbeschichtungen und Spielkarten bezollen, so Politico. Also wir sehen, dass hier nicht an einem Strang gezogen wird. Das ist ja der Unterschied in der Finanzkrise. Die Finanzkrise war im Wesentlichen eine Bankenkrise, die durch Spekulation auf stetig steigende Hauspreise ausgelöst war. Jetzt haben wir sozusagen eine Wirtschaftskrise, die dann auch auf den Bankensektor überstrahlen kann. Aber damals eine Finanzkrise zogen alle an einem Strang. Jetzt sehen wir, dass das nicht der Fall ist. Die Beschlagnahmung der Amerikaner etwa von Beatmungsgeräten oder Gesichtsmasken, die eigentlich für andere vorgesehen waren, dann kommen die Amerikaner zum Flughafen und sagen, wir bieten dir das Dreifache und dann wird das Zeug umgeladen. Das sind Dinge, die natürlich für sich sprechen und nicht gerade optimistisch stimmen, auch wenn wir jetzt eben Funken der Hoffnung haben. Schauen wir uns mal an, vielleicht noch ein paar Dinge von Goldman Sachs. Wir sehen, dass jetzt die Corporate Buybacks deutlich nachlassen dürften, wie Goldman Sachs in einer Analyse gezeigt hat. Man rechnet mit einem scharfen Rückgang dieser Buybacks etwa die Hälfte nur noch im Vergleich zu 2019. Und wenn wir uns die obere Grafik nochmal anschauen, diese obere Linie, das sind die Unternehmen selbst, die ihre Aktien zurückgekauft haben. Das ist also ein Faktor, der wahrscheinlich bremsend wirkt in diesem Jahr insgesamt, das ja so besonders ist. Insgesamt natürlich die Möglichkeit da, dass wir massive Rallyes sehen, wenn jetzt dieser Stimulus kommt und die Corona-Geschichte sich erledigen sollte oder zumindest der Hochpunkt klar überschritten ist, wenn die Sache nach oben geht, auch wenn sozusagen der deflationäre Schock sich erstmal durch das System walzt. Aber wir wissen eben nicht, ob wirklich diese Geschichte so schnell beherrschbar ist. Das wird die Grundfrage sein. Trump jedenfalls und die Seinen sind so gestrickt, dass sie sagen, wir tun alles skrupellos, da gibt es keine Bedenkenstruktur, sondern da wird auch eine massive Verschuldung der Fall sein. Wir werden perspektivisch dann steigende Kapitalzinsen sehen, nicht Leitzinsen von den Notenbanken, sondern Kapitalzinsen. Das wird bedeuten, dass Anleger nicht mehr bereit sind, für geringen Zins den Amerikanern, dem amerikanischen Staat, Geld zu leihen, sondern da werden die Renditen massiv nach oben gehen. Der Dollar wird dann, nach meiner Auffassung, stark nach unten gehen. Noch ist es nicht so weit, weil die Welt eben noch Dollars braucht. Wir hatten hier schon die Buybacks gezeigt. Wir sehen, dass wir insgesamt doch in einem Bärenmarkt sind. Wir haben auch jetzt nach wie vor nach Definition eine Bärenmarkt-Rally, auch heute, außer wir sehen sozusagen wirklich eine Trendwende in dieser Corona-Geschichte. Wir sehen auf der anderen Seite, dass in Sachen Homeoffice zum Beispiel, wer kann sich leisten, zu Hause zu arbeiten, das sind die eher Mittel- bis Oberschicht-Leute, die es das sich leisten können. Wir sehen, dass die größten Jobverluste im Bereich des Mittelklasse-Sektors ist, ganz oben eher wenig, aber auch in der Lower Class, also bei denjenigen, die weniger verdienen, 15% entlassen worden, aber nur 3% arbeiten von zu Hause aus, weil das eben oft Dienstleistungen sind in der Gig-Economy, also in diesem Sektor. Hier nochmal eine interessante Analyse, was sich ändern wird laut Deutscher Bank. Wir werden
Sparvolumina erhöht sehen bei Haushalten etc. etc. Ich werde diese Grafik nochmal an anderer Stelle ausführlich besprechen. Da geht es darum, was wird passieren, wie wird sich die Welt dann präsentieren, wenn diese Corona-Geschichte mal einigermaßen im Griff sein sollten. Wie werden sich die Unternehmen verhalten, wie werden sich die Haushalte verhalten, was wird passieren in bestimmten Sektoren. Gastronomie ist eh schon klar, die Tischabstände werden größer, dadurch wird die Auslastung in Restaurants kleiner. Vielleicht 60-70% dürfen dann überhaupt noch im Vergleich zu dem, was vorher in einen Raum passte, in einen Gastronomieraum passte, dürfte da überhaupt der Fall sein. Das heißt, wir haben noch sehr, sehr viele Dinge vor uns. Aber schauen wir uns erstmal jetzt die Rallye an, die wir hier sehen. Das ist der Dow Jones, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, 21.870 Punkte. Wie gesagt, es ging in Asien nach oben, es ging dann nach oben, vor allem als Trump seine Pressekonferenz hielt, Mike Pence vorsichtig war. Es gab eine kleine Konfrontation zwischen Fauci, dem Seuchenexperten, und dem Wirtschaftsberater Peter Navarro. Wir sehen den DAX jetzt bei 9.871. Wir waren schon über 9.900 in den vorbörslichen Kursen. Wir sehen allerdings wenig Bewegung im Devisenbereich. Das perlt da ein bisschen ab. 1.0818. Der Euro, Gold ist bei 1623, kann also leicht zulegen, spricht jetzt eigentlich auch nicht unbedingt für eine Nachhaltigkeit der Rallye, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall Öl sehen wir hier, das wie gesagt schwach eröffnet hat und sich jetzt ein bisschen erholen kann. Also das soll es erstmal gewesen sein. Wir müssen unterscheiden zwischen kurzen Perspektiven, mittelfristigen und langfristigen Perspektiven. In der kurzen Perspektive haben wir jetzt eine Erleichterungsrallye. Wird die nachhaltig sein? Das werden die Zahlen vielleicht schon heute Nacht zeigen. Aus New York, aus Italien, aus Spanien, aus Deutschland etc. Das ist zunächst mal das, was für heute ich Ihnen mitgeben will zum Start in diese Woche. Jetzt sage ich Servus und Ciao.